like a Hellcat. Was geht ab, Leute? Ich bin's wieder, euer fiefster 1 und zwar willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich habe wieder ein selbstgebautes Auto für euch und zwar diesmal ist der Overflow. Das ist soll so ein Sportwagen sein. Deshalb habe ich jetzt auch eine Rennstrecke und lass uns mal loslegen. Es gibt hier leider keinen Sportmodus, deshalb nehme ich einfach entweder Komfort oder Scenic. Und natürlich machen wir auch hier den Nitro-Modus an. Und dann erstmal ein kurzer Soundcheck. Okay, dann lasst uns loslegen. Okay, so fahre ich nicht, sondern so. Ich weiß, die Beschleunigung von den Autos nicht die beste. Es gibt natürlich viel schnellere Sportwagen. Ja, okay, das ist auch mein erster Sportwagen, den ich gebaut habe. Also moderne. Ich habe ja schon den Nashorn gebaut. Okay, bei diesen gestrichelten Kurven da, wo an der Seite solche Striche sind, soll ich lieber mal ein bisschen bremsen, weil sonst brauchen wir ja einen Unfall, das wollen wir ja nicht. Ich merke gerade, ich habe da viel zu wenig Nitro eingebaut, aber hier, egal jetzt. Ich frage mich eigentlich, was passieren würde, wenn man in einem echten Autorennen hier so jetzt in der Strecke fahren würde. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst, weil mich würde es mal irgendwie interessieren. Okay, das war jetzt unsere erste Runde. So sieht das Auto von innen aus und ich sollte mal bremsen. Aber mit der Kamera kann ich überhaupt nicht fahren, deshalb fahre ich so.
Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Auto so findet. Und was ich zum Beispiel verbessern kann. Ja, okay, das ist ja eigentlich auch klar, das sage ich ja in diesem Video. Also. Okay, wir sind jetzt hier 2 Runden gefahren, deshalb würde ich mal sagen, wir biegen jetzt hier rechts ab und gucken mal, was da ist. Weil da ist nämlich auch ein Weg. Also wenn ich ehrlich bin, hätte ich in Real Life auch gerne so einen Sportwagen, aber halt nur natürlich einen viel schnelleren. Und ich muss auch sagen, ich fahr viel, viel besser als sonst mit dem Auto, weil Leute, ihr wisst ja, ich habe ja immer Unfälle gebaut und ja, das ist dann nicht so toll. Alter, war das gerade knapp. Und ich habe Motor abgewürgt. Also ich weiß nicht, warum ich gerade Motor abgewürgt habe, ne? Ach, hier sind wir ja gerade lang gefahren. Deshalb geht es jetzt in diese Richtung hier. Ich hab's gewusst, dass es heute irgendwann passiert. Ich wusste es einfach. Okay, ich habe gerade mal geguckt, wie viel ich schon aufgenommen habe. So, ich. Und hier war eine schlechte Stelle zum Respawn. Ach, wartet kurz. So. Und unserem Auto geht's wieder gut. Okay, ich muss kurz drehen. Ah! Okay, wir sind wieder auf der Rennstrecke auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt mal anders. Wir fahren die Rennstrecke jetzt mal rückwärts, also andersrum meine ich. Ja, ich mache gerade ein Video. Ja, ich mache gerade ein YouTube-Video. Ich glaube, es geht nicht.
Ja, ich bin eh gleich fertig. Ach, mein Vater meint gerade, er könnte mein Mietvideo mittendrin abbrechen, kann aber nicht. Was ist jetzt passiert? Mein Benzin ist leer. Echt jetzt? Okay, Leute, ich würde sagen, das war es dann auch für heute. Und bitte lasst gerne ein Abo und ein Like da und einen netten Kommentar. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Fiese 1.